Welches Instrument spielst du? Ein Fagott. Bassinstrument. Und wie alt bist du? 16. Okay, und wie lange spielst du das Fagott? 5 Jahre. Seit 5 Jahren? Okay. Hast du vorher irgendwas anderes gespielt? Nein. Und macht es dir Spaß hier irgendwie so? Sehr. Macht dir Spaß. Das ist schön. Und würdest du nächstes Jahr wieder dran teilnehmen? Das weiß ich nicht, weil ich Kurzstufe jetzt bin, also fast schon Abi, und deswegen weiß ich nicht, ob das nächstes Jahr dann vielleicht mit der Schule dann zu viel wird. Okay, also du würdest dich auch dafür interessieren, also wenn du die Chance hast? Potenziell ja. Okay, ne? Woher kommen Sie? Wir kommen aus Mannheim. Aus Mannheim? Ja, vom Johanna-Geismar-Gymnasium. Und Mannheim ist ja die Partnerstadt von Lisa. Und wie lange sind Sie schon Dirigent so? An der Schule bin ich seit 2002. Hm. Und das Bläserklassenprojekt bei uns gibt es auch seit 2002. Und dieses Orchester ist aus den Bläserklassen unserer Schule hervorgegangen. Und gefällt es Ihnen hier, wie gesagt, so das ganze Projekt? Bis jetzt gefällt mir sehr gut. Ich bin leider ein bisschen erkältet, was die ganze Sache, den Genuss etwas schmälert, aber ansonsten ist es sehr schön hier. Und wie anstrengend ist das, so ein Orchester zu leiten? Das ist sehr anstrengend, vor allen Dingen, wenn man eben nicht ganz körperlich fit ist. So. Und vor allen Dingen, wenn man mit dem Orchester vorher länger warten muss, ne, und dann innerhalb von kurzer Zeit die Konzentration aufbringen muss und die Schüler da, dass sie konzentriert sind und das jetzt anfangen. Also so ein Orchester kann man nicht anschalten wie ein Lichtschalter, sondern das braucht immer eine gewisse Zeit, bis man sich gesammelt, gesetzt hat und gestimmt hat, dann kann es losgehen. Und das ist so in einem Konzert, wo verschiedene Gruppen aufeinander folgen, da heißt die eine Gruppe ist jetzt fertig, jetzt kommt das Orchester und dann stehen keine Stühle, keine Notenständer und die Sitzordnung und das innerhalb von wenigen Minuten, das ist sehr anstrengend. Okay. Und würden Sie nächstes Jahr wieder teilnehmen? Dann ist es ja bei Ihnen. Das wissen wir nicht. Es ist ja Heidelberg und wir kommen ja aus Mannheim. Ich denke, da können jetzt, wir sind jetzt zunächst erstmal die Heidelberger gefragt. Ich würde das auch von den Schülern abhängig machen. Also wenn es da eine Möglichkeit gäbe, irgendwie zu spielen, dann sicherlich. Vielen Dank.